Ich führe Tagebuch und schreibe mir alles Mögliche immer auf. Und ich habe da am 17. Jänner, gestern habe ich gebetet, dass, wenn die Angst kommt, ich von ihr lernen darf. Angstbilder sind, von Konzerten ausgeladen werden, gar erst keine Konzerte mehr ausmachen dürfen, von der Managerin nicht mehr vertreten werden, meinen Job an der Uni verlieren, nicht habilitiert werden dürfen und so weiter, wenn ich nicht geimpft bin. Wir haben die Impfpflicht, Klammer, man hofft zwar, dass es noch immer reines Bullying ist und die letzten Impfunwilligen in die freiwillige Impfung hineingetrieben werden sollen, aber man hört unerhörtes Läuten an der Uni. Es gibt Beschlüsse, dass nur mehr 2G-Leute aufgenommen werden dürfen als neue Studierende und dass man auch nur mehr neu angestellt werden darf mit 2G. Und ich habe jemanden geschrieben in Berlin, wo ich einen Workshop gehalten hätte, ob mein Kurs verschoben werden kann. Vielleicht war es das dann und ich werde dort nicht mehr eingeladen. Wir müssen reden. Wir müssen reden über das, was viele lieber unter den Teppich kehren und vergessen wollen. Verständlich, weil es wehtut oder unangenehm ist. Aber wir alle haben sie erlebt, entweder als Täter oder Opfer oder Zeugen. Zu sagen, Schwamm drüber, war ja nichts, funktioniert nicht. Denn es gibt Wunden und die müssen versorgt werden. Das zeigt überdeutlich unsere bislang umfangreichste Recherche. Über mehrere Monate hinweg haben wir zahlreiche Korrespondenzen geführt und schließlich 8 Interviews, 3 davon anonymisiert, aufgezeichnet. Jede dieser Personen hat viel zu erzählen. Aus über 10 Stunden Interviewmaterial über dieses hochkomplexe Thema haben wir die wichtigsten Aspekte für euch zusammengefasst. Das war auch für uns eine enorme Herausforderung, sowohl von redaktioneller Seite als auch auf emotionaler Ebene. In unserer Dokumentation sprechen KünstlerInnen über den Druck, dem sie von Politik, Medien, dem Arbeitgeber, Familie und Freunden ausgesetzt waren. Über Verzweiflung und Ohnmacht. Über Wut und den Wunsch nach Wiedergutmachung. Denn die laufenden Erkenntnisse zeigen, dass es sich immer lohnt, kritisch zu hinterfragen. Wir geben hier weder medizinische noch ideologische Empfehlungen ab. Ihr seid erwachsene Menschen, die selbstständig Informationen einholen und mündig Entscheidungen treffen. Uns geht es um das Aufzeigen der Diskriminierung und was sie mit uns allen macht, am Beispiel der Kulturschaffenden übertragbar auf viele Branchen. Wir wollen Anstoß geben zur dringend nötigen Aufarbeitung, denn vielen wurde Unrecht getan. Und wir laden dazu ein, wieder aufeinander zuzugehen und sich im gegenseitigen Respekt und auf Augenhöhe zu begegnen. Ganz im Sinne der Aufgabe der Musik, nämlich Brücken zu bauen. Es geht um Musik, es geht um Darstellung, es geht um unser eigenstes Bedürfnis, zusammen zu musizieren. Und ich fühle halt, dass da etwas zwischen uns ist, das einfach aufgeklärt werden muss. Und mich, ehrlich gesagt, tangiert das. Mir tut das irgendwie weh. Für mich ist der Körper zum Singen das Wichtigste, weil er meinen ganzen Sound produziert, weil er mein ganzer Klangkörper ist insgesamt. Und deswegen habe ich, als dann die Impfung kam, für mich beschlossen, dass ich das für mich nicht haben möchte, weil jeder Eingriff einfach auch die Stimme verändern kann. Ich möchte sehr bewusst umgehen mit meinem Körper und bewusst entscheiden, was in den hineinkommt. Ja. Ich muss doch selbst entscheiden, was für mich gut ist. Ja? Ich würde nie wem sagen, bitte lass dich nicht impfen. Das tue ich nicht. Das soll jeder entscheiden. Aber bitte lasst uns auch unsere Entscheidung. Ja, weil ich kenne meinen Körper sehr gut und ich möchte da nicht irgendwas reinhaben, was kein Mensch kennt. Da fühle ich mich ja wie ein Versuchskaninchen. Ja? Natürlich denkst du ganz am Anfang bei der ganzen Sache, ja, vielleicht ist das ja gut und vielleicht ist es wichtig. Nur
wenn dann eine Werbepropaganda derartig penetrant ist, wenn es um Zwang geht. Das macht mich eigentlich so traurig, dass jetzt ein Großteil der Menschen das nicht aus voller Überzeugung gemacht hat, sondern wirklich aufgrund der äußeren Zwänge. Die Leute wurden doch permanent verängstigt. Und zwar, ich kenne Leute, die gesagt haben, ich kann gar nicht mehr schlafen. Am 18. November habe ich geschrieben, die Eltern hängen halt fast Tag und Nacht vorm Fernseher und wenn nicht dort, dann vorm Radio und wenn nicht dort, dann hinter der Zeitung oder vielleicht auch Online-Nachrichten. Das heißt, die absolute Dröhnung der Panikmache nonstop. Man wurde dann auf einmal stigmatisiert, weil ungeimpft hieß ja gleichzeitig ja fast schon, dass du rechts bist. Und ungeimpft hieß, dass du unsolidarisch bist. Ungeimpft hieß, dass du der Wissenschaft nicht vertraust. Was da abging an Diffamierungen, was machst du überhaupt noch da? Du hast überhaupt gar nicht mehr das Recht hier, verschwinde. Also mir hat ein Arzt gesagt, der ist Psychiater im Allgemeinen Krankenhaus, und der hat gesagt, ich würde am liebsten zwei meiner Wärter schicken, die halten die und ich hau dir das rein. Ja, und der hat dann wiederholt gesagt, jetzt sei nicht so blöd, jetzt lass dich endlich impfen, weil so richtig völlig fanatisch. Viele hat das ermächtigt, dazu mal richtig die Sau rauszulassen und sich daneben zu benehmen und endlich mal degradieren zu können. Ja, das kam natürlich vielen Menschen auch ganz positiv zu Pass. Wenn man nicht für diese öffentliche Meinung war oder die genauso wiedergegeben hat, dann hieß es auch gleich Nazi. Es ist auch ein Wahnsinn, wie man dieses Wort gerne benutzt. Für mich ist es erschreckend, dass innerhalb kürzester Zeit so tiefe Gräben in eine Gesellschaft gerissen werden können. Von außen. Ja. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dass ich das auch sage. Ich wurde sehr, sehr lange entmenschlicht, sagen wir es mal so. Total aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Leute wie ich seien daran schuld, an dieser Unfreiheit, die ich an den Theatern so geschaffen habe. Und das fänden sie ziemlich unkollegial, sehr, sehr unsolidarisch. Und ich soll mir mal überlegen, ob ich nicht wieder demokratischen Prinzipien folgen würde. Manche Theaterleitungen waren da sehr rigide und unmöglich und haben einen wirklich behandelt wie einen Aussätzigen. Da hat man dann schon gemerkt, dass die eine Freude haben an dieser Machtausübung. Da habe ich auch ganz viele Beispiele, dass Intendanten oder aber auch Schulleiter in vorauseilendem Gehorsam sogar noch schärfere Regeln durchgesetzt haben, als notwendig gewesen wären. Und Machtmissbrauch ist ja auch ein Thema in der Kunst und Kultur. Das ist ein Riesenproblem. Und vor allem, wenn diese Problematiken nicht angesprochen werden und sich diese Macht manifestieren kann. Und ich glaube, als engagierter Bürger und Staatsbürger ist es die Pflicht, Machtmissbrauch zu verneinen und auch anzuprangern. Ich habe einige Kollegen mitbekommen und besonders jüngere Kolleginnen, die extrem gemobbt worden sind oder unter Druck gesetzt worden sind vom Opernhaus. Da hat sich ein Opernhaus gerühmt. Wir sind hier alle geimpft, ja. Wir sind das reinste Opernhaus Deutschlands. Und es handelt sich um ein junges Mädel, das sich nicht impfen konnte, auch wegen einer Krankheitsgeschichte. Und da kamen täglich, wöchentlich Erpressungen von Intendantenseite, von Operndirektorenseite. Und man hat ihr auch Stücke weggenommen. Also das war Degradierung, wo ich gedacht habe, Donnerwetter, wo sind wir eigentlich angekommen? Aber sie musste wirklich wie ihr Rückgrat wie zu Zement machen, um gegen dieses Opernhaus standzuhalten. Ich habe mich gefragt, wie schafft die das? Weil wenn du jeden Tag echt volle Breitseite kriegst, mir ist der Hals zugegangen. So grauenvoll unmenschlich war das. 16. November. Ich bin heute mit meinem Antikörpernachweis bei der Kontrolle durchgekommen. Sowohl im Speisewagen als auch an der Uni. Noch geht's. Freundlich, kooperativ und im Fall des Falles dumm stellen und schuldbewusst stellen. Mal sehen. Noch geht's. Ich könnte auch sagen, ich bin schwanger. Schwangere dürfen noch ungeimpft sein, habe ich irgendwo gelesen. Da hätte ich dann 9 Monate Ruhe.
haben schon viele Frauen gemacht. So einen Bauch zum Umschnallen kriege ich schon irgendwo her oder ich stopfe mich aus. Meiner Familie sage ich, glaube ich, dass ich schon die erste Impfung hinter mir habe, damit eine Ruhe ist mit dem ständigen Fragen. Die halten jetzt die Impfunwilligen für die Schuldigen an der ganzen Corona-Krise überhaupt. Für die Sündenböcke schlechthin. Bei mir war es so, dass man mir wirklich die Anordnung gegeben hat, bei der Vorstellung die Maske aufzusetzen in dem Moment, wo ich aufhöre zu singen. Da habe ich gesagt, es wird aber natürlich dann szenisch komplett was anderes werden. Und weil dann diese Maskenaufsetzerei und Absetzerei die übergeordnete Rolle spielt. Da habe ich gesagt, ob man das nicht anders lösen könnte. Dann hat man mir hautfarbene FFP2-Maske gegeben. Und dann habe ich das einmal gemacht, bin aber, bevor ich zum Applaus gegangen bin, in stille Tränen ausgebrochen. Ich glaube, das hat niemand gesehen, aber das hat mich so verletzt. Ich bin nie mehr zum Applaus gegangen. Und ich war dann eben diejenige, die alle zwei Tage testen gehen musste, und zwar PCR-Test. In allen Theatern gleich. Soweit ich weiß, haben das alle Ungeimpften machen müssen. Also einmal musste ich 3 Stunden im kalten Winter im März Schlange stehen. Und einmal war es dann so, dass ein Gast kommen musste, ganz kurzfristig. Und von dem hat man den PCR-Test nicht schnell genug bekommen. Der war geimpft und safe, deren Meinung nach. Deshalb musste ich auch zum Singen die Maske aufsetzen. Und das habe ich erfahren eine halbe Stunde vor Beginn. Man fühlt sich nicht gut und habe versucht, René, mach einfach dein Ding. Wenn man dich nicht hört, bist du nicht schuld. Aber gleichzeitig wusste ich natürlich, das ist eine Körperverletzung. Weil normalerweise ist meine Stimme so und so. Und wenn ich diese Maske aufhabe, verändert sie sich heftig. Am Ende ist der Dirigent ins Betriebsbüro und hat gesagt, nie mehr. Das ist schon schwer. Ich denke auch, die hatten kein Bewusstsein dafür, was sie mir da angetan haben. Vorher mussten alle, wenn sie nicht sangen, die Maske aufsetzen oder nur du? Nur ich. Ich meine, da bist du ja vor dem ganzen Publikum, vom Orchester und vor allen ausgestellt und stigmatisiert. Ja. Auch die Psyche hat natürlich eine direkte Auswirkung auf die Stimme. Und es gab dann schon eine Phase letzten Herbst, wo ich wirklich nicht mehr singen konnte. Also ich habe mich noch nie psychisch so belastet gefühlt. Und der Druck kam natürlich von allen Seiten. Also einerseits haben Kollegen natürlich nicht nachvollziehen können, warum man es nicht tut. Ja, oder haben gedacht, dass sie dich vielleicht auch überzeugen können. Ist auch legitim, aber es ist halt auch nicht angenehm. Und mit Druck kann ich umgehen. Ich habe ständig Druck, aber wenn es dann um meine Existenz geht als Sängerin, wird es natürlich was anderes. Aber selbst dann habe ich mir halt gedacht, wenn das das Entscheidende ist, dass ich nicht mehr arbeiten kann, dann lebe ich aber auch nicht mehr in einer Demokratie. Dann ist es halt nicht mehr der Rechtsstaat, in dem ich aufgewachsen bin. Wir haben uns die Freiheit so lange erkämpft, über so viele Jahre. Meinungsfreiheit, Glaubensfreiheit, hier in diesen Gefilden. Und jetzt schmeißen wir das über den Haufen, das macht keinen Sinn für mich. Ja. Ich hatte ein Engagement in einem Landestheater in Österreich. Und es war einige Wochen vor Beginn, kam aus dem KBB die E-Mail, ja, wie ist denn dein Impfstatus? Ich habe daraufhin sehr lange nicht geantwortet, weil ich diese Frage äußerst indiskret fand und ich der Meinung bin, dass niemand angeht, was mein Impfstatus ist. Habe mich dann aber doch dazu entschieden zu sagen, okay, ich bin genesen, ich habe gerade meinen genesenen Status erhalten und daraufhin war alles dann in Ordnung. Während der Vorstellungen war es so, dass ganz, ganz viele Kollegen immer wieder an Corona erkrankt sind und wir hatten zum Glück so eine Art Doppelbesetzung, also mit Schauspielern. Letztendlich war es aber so, dass bei der Denierenfeier, ich stand dort mit meiner Mutter, die Intendantin zu mir kam und mir sagte, ja, Thomas, wir können dich leider in Zukunft nicht engagieren, obwohl wir dich sehr schätzen. Und ich wusste dann nicht, warum. Ja, aufgrund der internen Hauspolitik, dass nur noch geimpfte Personen dort ja, engagiert werden können. Und das war natürlich schon heftig, weil ich
war diesem Haus sehr positiv und freundschaftlich verbunden und auch schon in mehreren Produktionen dort und habe dann in dem Sinn nichts sagen können. Ich habe auch gemerkt, dass das kein böser Wille war, mir das so zu sagen. Ich fand es nur trotzdem einfach sehr, sehr traurig, zumal eben die drei Personen, die nicht geimpft waren in diesem ganzen Cast, also sowohl Ensemble als auch Orchester, waren nicht Corona-krank in dieser ganzen Zeit. Ich konnte auch ehrlich gesagt gar nichts sagen dazu, weil ich das einfach so abstrus fand, dass ich ja einfach nur gegangen bin und eher meine Mutter trösten musste, die da wirklich sehr, sehr, sehr getroffen war. Deshalb konntest du eigentlich nur Künstler sein, aufgrund von staatlichem Einverständnis. Plötzlich wurde das ein Politikum. Das war kein Kriterium mehr, ob jemand gut war oder nicht. Das war den Theatern auch egal. Hauptsache, der Vorhang ging auf. Und wenn du freischaffend warst, hast du keine Engagements bekommen. Der Agent hat den Impfstatus abgefragt. Und wenn du nicht geimpft warst, vorbei. Wie viele Existenzen wurden da ruiniert? Wie viel wurde da gelogen? Wir Künstler, wir wurden ausgesperrt, wie quasi Berufsverbot. Also wenn ich mir denke, dass Deutschland vor ein paar Jahren ein sehr, sehr strenges Gesetz überhaupt erst mal auf die Beine gestellt hat, dass man eben nicht einmal mehr der Arbeitgeber weiß, warum man krank ist, ja? Dass das auch gar nicht mehr gesagt werden sollte, weil es eben dann in einer Weise dann noch diskriminierend sein könnte, hat es mich dann schon dementsprechend gewundert, dass das dann mit Corona alles aufgehoben wird. Und es gab auch eine unschöne Geschichte, das war in einem berühmteren Opernhaus, wo ich hinkam und da merkte ich zum ersten Mal Gegenwind. Ja. Sonst war es eh immer so, man wurde regelmäßig getestet und das ist mir auch genug zu wissen, bin ich positiv, bin ich negativ. Ja. Und dann ist es eben passiert, dass der Regisseur positiv war. Trotz dreifacher Impfung. Und wer musste nach Hause gehen? Ich, weil ich bin ja ungeimpft. Ja? Zum Schutz meiner selbst. Na gut, wir waren gerade am Anfang in der Probenzeit. Und dann komme ich also wieder nach dieser Woche Quarantäne, die mir auferlegt worden ist. Und der Regisseur ist immer noch krank, unterrichtete vom Video aus. Und endlich kommt er also wieder und wir können weitermachen. Zwei Tage später ist mein Kollege positiv. Viermal geimpft. Wer musste wieder nach Hause? Marlies. Und da habe ich gedacht, also jetzt muss irgendwie mal vielleicht auch ein Vertrauen her, dass ich klug genug bin mit mir selber. Ja, und ich bin dann einfach am nächsten Tag doch auf die Probe gegangen, weil ich auch mit ihm nicht viel zu tun hatte an dem Tag davor und pudelgesund. Ja. Und da ging das keine halbe Stunde, war der Intendant da und hat gesagt, nach Hause. Ja. Und habe ich gesagt, warum? Wir haben nicht zusammen geprobt. Ja, es ist einfach so, wie es ist. Ja. Und das sind dann einfach Regeln von oben gesetzt und die muss man befolgen, egal ob die logisch, unlogisch oder sonst was sind. Und dann musste ich halt noch mal eine Woche in Quarantäne. Und das ist natürlich künstlerisch ein großes Fragezeichen, weil du verlierst den Anschluss. Ja, und sehr unbefriedigend. Ja. Ich habe die Kunst immer als Kit für eine Gesellschaft verstanden und das werfe ich tatsächlich unserer Branche vor oder generell der Kunst- und Kulturszene, dass letztendlich in vorauseilend im Gehorsam ganz viele Dinge ganz falsch gelaufen sind. Die Kultur hat aus meinen Augen komplett versagt. Ich habe mich nicht impfen lassen, weil ich hatte einfach auch wegen meiner Erkrankung Sorge, dass ich einen ganz massiven Impfschaden haben könnte, den man nicht reparieren kann. Und dieses Risiko war mir einfach zu groß. Da verkaufen dir als gesunden Menschen irgendwelche korrupten Politiker plötzlich eine heilsbringende Impfung als den Gamechanger, die ja keine Ahnung haben von dem, was sie da eigentlich verkaufen. Später drohen sie mir dann auch noch, ich darf nicht arbeiten, wenn ich mir das nicht reinspritz. Ich meine, wer da nicht nachdenkt. Das Thema der Impfung war eigentlich immer wieder präsent. Das ging los, dass man nach seinem Impfstatus innerhalb des Teams gefragt wurde, bis hin, wann man sich dann jetzt endlich impfen lässt, mit welchem Impfstoff, bitteschön, und warum man das nicht macht. Bis hin, dass es nicht mehr gewünscht war, dass man gemeinsam sich in einem Raum aufhält.
Das war scheinbar das Wichtigste für alle. Ist er geimpft? Nein! Wahnsinn! Diese manische Sensationsgeilheit. Du konntest nicht sagen nein. Sagst du einmal ja, war eh Ruhe. Und auf diese Diskussion wollte ich mich nicht mehr einlassen. Wem kann ich was sagen? Wie viel Vertrauen habe ich da? Wie viel Vertrauen habe ich nicht? Kann ich meine Leute, die mir am Herzen liegen, jetzt überhaupt noch treffen oder nicht? Und dieses Alleinesein mit dieser Meinung, das war das Allerschlimmste. Ich habe mich sehr alleine gefühlt, ganz alleine. Jeder, der dir begegnet, kann ja ein Denunziant sein. In diesem Wissen läuft man rum. Deshalb habe ich ja auch niemandem gesagt, dass ich nicht geimpft bin. Da hat man Angst. Familiär war es sehr, sehr schwierig. Ich wurde als unsozial, asozial bezeichnet. Ich wurde nicht mehr angefasst körperlich. Es wurde Abstand zu mir gehalten, bis hin, dass ich hätte einen PCR-Test von über 100 Euro bezahlen müssen, um am Weihnachtsfest teilnehmen zu dürfen. Sonst war ich unerwünscht. Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg haben bereits beschlossen, keine Lohnentschädigung für Ungeimpfte in Quarantäne mehr zu zahlen. Das führte dazu, dass man von Monat zu Monat bangen musste, ob man seinen Job überhaupt noch machen kann. In Deutschland nimmt die Debatte über eine allgemeine Impfpflicht gegen Es wird einen Corona faktischen Lockdown für Ungeimpfte geben. Außerdem soll im Februar eine Impfpflicht eingeführt werden. Und ich wollte nicht so lange warten, bis diese Impfpflicht dann tatsächlich kommt. Deswegen habe ich nach einer Lösung gesucht. Und die Lösung bestand letzten Endes darin, einen Arzt zu finden, der mir bescheinigt, dass ich geimpft bin. Und über eine andere Person habe ich diese Lösung für mich gefunden. Was ich schon spannend finde, wäre schon zu thematisieren, dass ja viele auch schummeln, sozusagen, einfach aufgrund der Angst, ihren Job nicht mehr ausüben zu können. Was ich schon wirklich gruselig finde, denn wie kann es sein, dass man ja tatsächlich bewusst Dokumente fälscht, um irgendwie noch seinen Beruf ausüben zu können? Das sind Dinge, die wollten wir in so einer Art nicht mehr haben. Ich habe das absolut aus einer Verzweiflung herausgetan. Ich war so unter Druck, dass ich nicht mehr wusste, was ich machen sollte. Es wissen drei Personen davon. Die Fake-Impfungen kosteten viel Geld. Das lag bei ca. 600 Euro pro Spritze. Und viele Sänger haben das gemacht, damit sie einfach ungestört weiterarbeiten können. Man kämpft monatelang gegen einen Ansturm von Anklagen. Ja? Und nur plötzlich, weil dann ein Papier der Genehmigung da ist, ist alles in Ordnung. Man muss kriminell werden, um normal weiterzuleben. Also ich meine, wie weit ist das alles gekommen? Aber dazu muss man sagen, die Ärzte haben ihre Approbation verloren. Morgens um 6 kam die Polizei zu 6 oder was weiß ich, haben die ganze Praxis verwüstet und haben die Computer rausgeholt. Die das hingekriegt haben, ich habe den größten Respekt und weiß auch, wie sehr die Leute geweint haben und wie sehr sie gelitten haben. Ich kann das sehr, sehr gut verstehen. Komme ich ins Gefängnis, wird meine Wohnung durchsucht, habe ich eine Geldstrafe, die ich nicht zahlen kann und muss dann ins Gefängnis, weil ich es nicht zahlen kann. Es war furchtbar. Ab morgen muss jede Bürgerin, jeder Bürger sich klar sein, dass er von der Polizei kontrolliert werden kann. Neuer Lockdown, viele neue Informationen für mich bezüglich Corona-Irrsinn, Druck, familiärer Druck, Hetze auf die Ungeimpften. Ich werde von der unter Anführungszeichen lieben Familie bedrängt. Es gibt eine neue Gesetzesnovelle, nach der ich jetzt wieder ganz normal arbeiten dürfte, mit einem Attest von meiner Hausärztin und mit dem neuen Bluttestergebnis meiner Antikörper. Aber das ist für meine Eltern und meinen Bruder nicht relevant. Die Ungeimpften sind Public Enemy Nummer 1 these days. Ich lüge sie an, damit ich Ruhe habe. Das ist ein Irrglaube übrigens. Ich habe keine Ruhe. Und ich sage, dass ich einen Impftermin habe.
ich werde wahrscheinlich die Probe für den Geburtstag meines Bruders, wir hätten da gemeinsam Musik gemacht, schwänzen und lügen, dass ich einen Kreislaufzusammenbruch hatte oder so. Und nicht zur Probe kommen kann, weil mein Bruder von mir einen Impfnachweis plus PCR-Test schon im Vorfeld verlangt hat, damit ich dort proben kann. Man kann es als Trauma bezeichnen, dass man einfach gemerkt hat, von heute auf morgen kann über dein Leben bestimmt werden, einfach mit einem Fingerschnips. Du bist kein Mensch mehr. Man hat keine Existenzberechtigung mehr. Das haben wir ja überall gesehen, was auch die große Politik so gesagt hat. Für euch müsste man extra Lager bauen. Also was ich habe mir diese Sprüche gesammelt. Momentan erleben wir ja wirklich eine Tyrannei der Ungeimpften. Wir werden daher die Zügel für die Ungeimpften straffer ziehen müssen. Es ist gegenüber der anderen Mehrheit der Bevölkerung ein schäbiges Verhalten. Es wird für sie schwerer. Sie werden an bestimmten Dingen nicht mehr teilnehmen können. Es ist eine Pandemie der Ungeimpften. So manches wird unbequem für Sie werden, wenn Sie sich nicht impfen lassen. Mehr als 200 Millionen Amerikaner haben zumindest eine Impfung bekommen. Wir waren geduldig, aber die Geduld geht uns aus. Oder wenn ihr ins Spital kommt, dann soll man ja überhaupt nicht behandeln. Ja, was ist denn das? Ich bin quasi ein Mensch zweiter Klasse, wurde uns ja auch seitens der Politik so auch ganz klar kommuniziert. Ich möchte auch nur an die Ausgangssperren für Ungeimpfte erinnern. Also es ist eine Eskalation und eine Diskriminierung vom Feinsten. Ich schreibe sehr viel normalerweise und ich habe jetzt festgestellt, dass ich um die Zeit herum gar nichts aufgeschrieben habe, weil ich Angst hatte, etwas aufzuschreiben. Weil ich tatsächlich da schon so drauf war, dass ich mir gedacht habe, das kann jemand finden. Und ich habe jetzt auch entdeckt, dass was ich nachher drüber geschrieben habe, so formuliert ist, dass ich immer schreibe, jetzt habe ich meinen Impftermin gehabt. Ich bin fein raus, weil ich habe jetzt offiziell diesen Wisch, ich bin offiziell geimpft, aber ich kann meine Meinung sagen. Ich kann den Leuten Dinge sagen, die ich ihm als Ungeimpfter so nicht sagen könnte, weil sie mir nicht zuhören. Vollkommen absurd. Jetzt lasse ich mich impfen, damit man mir auch zuhört, damit man mich ernst nimmt, damit ich auch einer von den Heroes bin. Weil die Geimpften sind jetzt die Heroes. Das sind die Solidarischen, die die Gesellschaft retten. Also man bildet eine Gruppe. Es wird sofort wie in einer Wildwest-Manier in Gut und Böse unterschieden. Ich hoffe, dass da wirklich ein großes, großes Umdenken kommt. Mittlerweile ist es ja auch so, dass das in der EU oder neulich eine Anhörung im EU-Parlament war, wo eben auch von einer Pfizer-Sprecherin zugegeben wurde, dass sie auf Basis von Nichtwissen agiert haben und diese ganzen Argumente, die angeführt wurden, also die Nicht-Infektiosität, die Sicherheit etc. gar nicht so nachgewiesen waren. Ne? Was the Pfizer-Covid-Vaccine tested on stopping the transmission of the virus before it entered the market? No. We had to really move at the speed of science to really understand what is taking place in the market. And from that point of view, we had to do everything at risk. Aber man hat doch gesagt, du steckst niemand mehr an und du selber hast keinen schweren Verlauf. Lüge, Lüge. Diese Leute haben überhaupt keinen Anstand. Die verschanzen sich und versuchen das Ganze jetzt unter den Teppich zu kehren. Die Theater, es läuft einfach, als ob niemals sowas gewesen wäre. Das wird einfach Schublade zu, fertig. Das war da gar nichts, nichts war. Aber wir haben schon lange damit zu kämpfen gehabt. Ja, und wo ist denn jetzt die Entschuldigung? Eine kanadische Politikerin hat sich jetzt entschuldigt, ja, bei den Ungeimpften, weil ja mittlerweile ganz klar ist, wie man die behandelt hat. Wo ist die Entschuldigung in Österreich? I don't think I've ever experienced a situation in my lifetime where a person was fired from their job or not allowed to watch their kids play hockey or not allowed to go get on a plane to either go across the country to see family or even travel across the border. So they have been the most discriminated against group that I've ever witnessed in my lifetime. That's a pretty extreme level of discrimination.
das ist mir wichtig, dass man halt ein bisschen mal nachdenkt, wie man da über Leute urteilt, einfach so, pauschal, ja, und in was für Gefühlszustände und für Nöte manche Leute da hineingetrieben wurden, ja, und dass man sich da anfängt, ein bisschen Gedanken drüber zu machen und sich da nicht so zu erheben drüber. Besonders ob der Tatsache, dass dieser Status einfach nicht relevant ist. Das ist für mich Solidarität, dass man Menschen ihre Autarkie, ihre körperliche Integrität wahren lässt. Das ist für mich Solidarität. Die Politiker sind die Verantwortlichen, denn die haben ja die Gesetze gemacht. Sie sind verantwortlich und Verantwortung muss ich übernehmen. Ich kann ja auch sagen, wir haben uns geirrt, wir wussten es nicht besser, wir haben das und das und das. Aber das fehlt ja, es findet ja alles nicht statt. Irgendwo müssen wir auch weiterkommen, auch gesellschaftlich weiterkommen, weil so wie es jetzt ist, funktioniert es einfach nicht mehr. Und ich merke ja auch in diversen Gesprächen, wie man einfach nicht mehr über dieses Thema redet. Man hat aufgehört, darüber zu reden. Ich habe einfach gemerkt, dass wirklich eine enorm große Angst bei vielen Menschen noch vorherrscht, noch immer. Und sozusagen auch die Erkenntnisse, die jetzt mit der Zeit auch jetzt sozusagen die Einzug in die großen Medien halten, einfach gar nicht mehr wahrgenommen werden, weil einfach so eine große Angst gesät wurde. Angst, dass Produktionen nicht mehr durchgeführt werden können, Angst, dass man selber wirklich schwerst erkranken könnte, dass einfach ein rationales Denken nicht mehr möglich ist, aus meiner Sicht. Der Mensch braucht erstens mal wieder das Gespräch, das derzeit nicht stattfindet, und er braucht Ehrlichkeit. Es dürfen nicht Waffen sprechen, es muss einfach gesprochen werden und im Gespräch kann man verschiedener Meinung sein und man spricht wenigstens miteinander. Ich habe gelernt, dass es einfach sehr, sehr viele unterschiedliche Meinungen gibt, aber dass man in einer pluralistischen Demokratie dementsprechend auch diese unterschiedlichen Meinungen auch aushalten muss. Solange ich nicht gegen irgendwen hetze. Wir respektieren uns einander, so wie wir alle Musik respektieren. Aber das ist einfach wichtig, dass es gesagt sein muss, dass es ausgesprochen sein muss, dass da was ist, was wir ganz unterschiedlich sehen, aber uns respektieren und uns nicht ausschließen und nicht missgünstig aufeinander sind, sondern einfach, oder was heißt einfach, sondern ehrlich miteinander weiter musizieren.